Hallo, mein Name ist Susanna Oberdorfer-Bögel, Ihre Landratskandidatin für die Wahl am 15. März im Landkreis Neu-Ulm. Über 170.000 Menschen leben in unserem Landkreis Neu-Ulm. Leben, das heißt wohnen, arbeiten, miteinander Freizeit genießen, sich einbringen in Vereinen und jeden Tag an der Zukunft unserer Kinder mitwirken. Beste Bedingungen schaffen für Umwelt, Bildung, Wirtschaft, Gesundheit und Verkehr. Von Elchingen, Nersingen und Neu-Ulm bis Kelmünz, Oberrot und Osterberg. Politik heißt für mich in erster Linie, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, Antworten zu geben auf Fragen und Herausforderungen, die uns alle täglich beschäftigen. Die medizinische Versorgung unserer Bevölkerung liegt mir besonders am Herzen. Sie ist mein Steckenpferd, auch über den Bürgerentscheid zum Erhalt der Geburtshilfe hinaus. Deshalb setze ich mich mit ganzer Kraft für unsere Kliniken und die vielen hundert Klinikmitarbeiter ein, damit wir unsere stationäre Versorgung im Landkreis behalten können. Mir ist es wichtig, eigenes Wissen und eigene Erfahrungen in meine politische Arbeit einzubringen. Auch wenn es darum geht, Lösungen zu entwickeln, um unsere heimische Wirtschaft zu stärken, Gewerbe anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Politik für die Zukunft gelingt aus meiner Sicht dann ganz besonders gut, wenn sie gemeinsam mit den Menschen gemacht wird. Deshalb ist es mir gerade bei ökologischen Themen wichtig, dass diese durchdacht angegangen werden und die vielen Landwirte Berücksichtigung finden, die unsere Nahrungsmittel erzeugen und unser Landschaftsbild gestalten. Konkret bedeutet das für mich, zuallererst einmal die kreiseigenen Gebäude und Flächen zu entsiegeln und zu begrünen. Flächenfraß zu verhindern, wo er vermeidbar ist, gerade bei Straßenbauprojekten. Und durch erlebbaren Unterricht in Schulen das Verständnis für unsere Natur und die Landwirtschaft schon bei den Jüngsten zu stärken. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs muss so erfolgen, dass Bus- und Bahnfahren schnell und günstig ist, sodass es sich lohnt, vom Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Wir müssen dabei auch die Bedürfnisse von Senioren und Menschen mit Behinderung besser beachten. Für sie sind Bus und Bahn häufig die einzige Möglichkeit, um mobil zu bleiben und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Apropos am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Politische Verantwortung zu übernehmen bedeutet für mich auch, die Menschen zu stärken, die sich tagtäglich in Vereinen und Initiativen für andere Menschen und unsere Heimat einsetzen. Ich bin selbst eine, die Gemeinschaft und Ehrenamt gerne lebt. Wir müssen Vereine und Jugendförderung viel besser bezuschussen und im Landkreis endlich einen Modus festlegen, mit dem es Vereinen gelingt, an ihre Fördergelder heranzukommen. Ich selbst bin jemand, der die Dinge gern in die Hand nimmt. Deshalb setze ich mich mit der gleichen Energie, mit der ich mich für den Bürgerentscheid eingesetzt habe, für die Belange der Menschen im ganzen Landkreis Neu-Ulm ein. Ich bin überzeugt, Politik muss aus der Mitte unserer Gesellschaft kommen. Bitte unterstützen Sie mich, Susanna Oberdorfer-Bögel, bei der Wahl zur Landrätin, damit wir gemeinsam Zukunft im Landkreis Neu-Ulm gestalten können.